Ich habe keine Ahnung, was da steht. Und damit herzlich willkommen zum absoluten männlichen Let's Play. Nur für echte Kerle. Und da sitzen wir hier vor und ich habe absolut keine Ahnung, wo ich draufklicken muss, was das alles bedeuten soll. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, wir spielen wieder ein echtes Männerspiel. Wir ziehen Puppen an. Ich klicke einfach mal hier unten drauf. Okay, so. Scheiße, ist das laut. Was ist... Ich hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. So, da haben wir also unser Püppchen. Hallo. Das können wir bekleiden. Ich bin gespannt. Das sieht ja alles hier sehr, sehr gut aus. Das ist natürlich jetzt auch die Neugierde, was das hier alles ist. Und warum ist das so scheiße laut, das Spiel? Oh mein Gott. So. Also ich würde mal sagen, vielleicht so ein keckes Kleidchen hier. Und vielleicht so lange, lange Haare. Okay. Dann vielleicht so schicke Schüchen. Ja, das sieht doch sehr sommerlich und schick aus, oder? Also das passt doch recht gut zusammen, obwohl das hier wahrscheinlich die Schuhe sind, die dazugehören sollen. Das ist ja wieder scheiße hier. Das ist ja wieder... Was sind denn das für Outfits hier, ey? Da kann man ja gar nicht so richtig so gucken und selber machen. Und hier ein bisschen Schmuck und ein bisschen da und... Okay, machen wir mal so. So ein schönes, luftiges Top. Und vielleicht so ein Röckelchen noch, was noch so im Winde ein bisschen hin und her flattert. Ja, das hat doch was. So. Vielleicht hier so Nuttenstiefel. Nee. Vielleicht doch lieber hier diese Sommerschüchen. Ja, das ist doch, schon nicht schlecht. Was haben wir denn hier noch für eine Frisur? Ach, nee, ich weiß nicht. Also, also von der Frisur her gefällt mir das hier noch am besten. Nicht wegen der Farbe, aber wegen der Form. Was sind denn das hier für Knöpfe? Ich will da drauf. Ich drück da jetzt einfach mal drauf. Was? Nein! Verdammt, unsere harte, schwere Arbeit zunichte gemacht durch einen einzigen Mausklick. Oh, hier haben wir eine Schuluniform. Auf Schuluniform, das ist doch absolut männlich. Was haben wir denn hier? Gucken da die Zehen raus oder was soll das da sein? Nee, doch nicht. Das sollen wahrscheinlich die... Ja, das ist absolutes Nutten-Outfit, das würde ich auch mal so sagen. Das sieht extrem männlich aus. Vielleicht noch so eine Handtasche dabei. Ja. Also ich hätte mir jetzt ehrlich gesagt doch ein bisschen mehr von dem Spieler. Was ist denn der zweite Knopf? Ich will das wissen. Was? Die redet mit uns und wir verstehen kein Wort, so eine Scheiße. Was? Also ganz ehrlich, das soll wahrscheinlich, denke ich mir mal, ein Drucker sein, dass man sich das Bild ausdrucken kann, aber ehrlich gesagt sieht das eher aus wie eine Schachtel mit Feuchttüchern. Wirkt ein wenig fehl am Platze bei einem Kinderspiel. Achso, und hier wieder von vorne. Ja, das ist ja, ich schaue mal, ob ich noch ein anderes, wirklich männliches Spiel finde und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind wir wieder bei einem anderen Spiel, das nennt sich Pony Valley. Ich habe da mal draufgeklickt, das sah wirklich sehr männlich aus, außerdem geht es um Ponys, das kann nur männlich sein. Und natürlich wollen die, dass wir uns anmelden. Wie immer, finde ich auch vernünftig, bevor irgendwelche kleinen oder jüngeren Kinder auf die Idee kommen, echte Männerspiele zu spielen. So, wir haben hier eine, ja, nett anzusehende Fee Heidelbeere. Und sie wird uns hier bei unseren ersten Schritten begleiten. Hier befinden wir uns in der Zwischenwelt. Alle Neuankömmlinge gehen hier durch, bevor sie ins Tal kommen. Die hat aber eine scheiß nervige Stimme. Dieser Ort ist speziell, denn hier nehmen die Träume Gestalt an. Dank seiner Magie wirst du dein erstes Pony kreieren können. Oh ja. Um ein Pony zu schaffen, musst du dir erst vorstellen, wie seine Eltern aussehen würden. Angefangen bei der Mama. Das finde ich jetzt sehr diskriminierend. Warum nicht angefangen bei dem Papa? Sauerei. Das Pony, das eben erschienen ist, ist ein Weibchen der Rasse Erde. Was? Wie Erde? Was? Ja gut. Dies ist die Elementrose. Du kannst die Rasse des Ponys ändern, indem du mit der Maus draufklickst und eine andere Rasse auswählst. Es existieren im Tal zwar noch weitere Ponyrassen, aber die sind weniger leicht erhältlich. Denn dafür muss man erst VIP-Mitgliedschaft monatlich von 15 € bezahlen.
Wenn du eine Rasse gefunden hast, die dir gefällt, klicke auf den blauen Pfeil neben diesem Text. Okay, ich gucke mal. Ich gucke mal. Ja, Liebe klingt doch mal, ja. Erde, Katzen klingt doch auch mal. Aha. Feuer. Mhm. Wasser, okay. Und eine Pegasi. Ich würde sagen, wir nehmen einen. Obwohl das natürlich auch. Wir nehmen mal eine Pegasi. Dank dieser Palette kannst du auch die Farben des Ponys verändern. Klicke darauf. Wir klicken. Die Ponys haben drei Farben. Eine für ihre Mähne, eine für ihr Fell und eine für ihre Augen und Hufe. Klicke auf eins der Symbole am rechten Rand, um die Farbe des entsprechenden Körperteils zu ändern. Wenn die nicht so eine nervige Stimme hätte, wäre das bestimmt eine total nette. So, wir gucken mal. Wähle nur eine Farbe auf der Palette, indem du draufklickst. Okay. Was? Hat sich jetzt was verändert? Du kannst die Auswahl auch mit den Pfeiltasten deiner Tastatur verschieben. Wenn du alle Farben ausgewählt hast, klicke auf die Palette, um sie zu schließen. Hat sich da jetzt überhaupt irgendwas verändert? Okay. Wir machen mal hier so ein hellblau, die Mähne machen wir mal so, ja, so ein bisschen rötlich und die Augen machen wir mal, die Augen und die Hufe, wie machen wir denn mal die Augen und die, ich würde sagen, die machen wir so pink, sieht so, ach, das sieht doch super aus. So. Nehmen wir uns nun den Papa vor. Wird auch Zeit. Du kannst den Würfel benutzen, der gerade erschienen ist, um seine Rasse zufällig zu verändern. Ich will aber nicht zufällig, ich will, was? Dieser zweite Würfel kannst du benutzen, um seine Farbe zufällig zu verändern. Ich will aber nicht zufällig. Ich will das richtig auswählen. Was soll die Scheiße? Du kannst aber natürlich mit der Elementrose und der Palette auch selbst eine Rasse und Farben bestimmen. Wenn du mit deiner Wahl zufrieden bist, schließe die Palette. Okay. So, hier hatte ich mir nämlich gedacht, hier machen wir dann so einen Katzenpapa. Ja, so, wunderbar. So, der hat einfach mal rötliches Fell. Eine bläuliche Mähne, eine schöne bläuliche Mähne. Und die Augen machen mal grün und die Hufe. Ja, das sieht doch richtig wild und männlich aus. Wunderbar. Nun, da du die perfekten Eltern geschaffen hast, natürlich haben wir die perfekten Eltern geschaffen, brauchst du nur noch auf den Luftballon mit dem Gensymbol darauf zu klicken, um ihr Baby erscheinen zu lassen. Fohlen erstellen. Och, das ist ja, ach man, ein Traum. Hier ist ein wundervolles Fohlen. Durch den Zufall bestimmt hat es die Rasse und die Farben seiner Eltern geerbt. Du kannst dir eine andere Zufallskombination der Eigenschaften des Fohlens ansehen, indem du nochmals auf den Luftballon klickst. Wir klicken nochmal. Nee. Ja, ich würde sagen, das nehmen wir. Das sieht absolut männlich aus. Wild, kann fliegen, frei wie ein Vogel. Du kannst nun dein Fohlen adoptieren. Wenn du möchtest, kannst du vorher nochmal alles verändern, was ich dir gezeigt habe, bis das Fohlen genauso aussieht, wie du es dir vorgestellt hast. Bis später im Tal. Ja, okay. Ich möchte das Fohlen gerne so. Dieses Fohlen adoptieren. Ja, dieses Fohlen möchten wir unbedingt adoptieren. Ich adoptiere mein erstes Pony, sich mit Facebook einloggen. Du kannst mich mal. Name selbst. Oh Gott. Gut, ich würde sagen, Geschlecht, männlich. Ja, das, Fohlen oder ich? Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, E-Mail, das kotzt mich schon wieder so an. Das ist ehrlich, kriegt man wieder Werbung von irgendwas, was man gar nicht haben will. Egal. Ich mache die Anmeldung mal fertig und wir sehen uns dann gleich wieder. Hier sind wir nun endlich in unserem schönen Tal. Es ist das Land der Ponys und der Magie. Ich werde dir bei deinen ersten Schritten behilflich sein, so gut ich kann. Ja, wir sind drin. Ich habe mich einfach mal genannt männlich LP. Also ein ging nicht, aber AE gemacht. Da habe ich mir gedacht, ach, noch ein H dazwischen, wie Mähne. Haha, klingt irgendwie männlich. So. Ja. Ah. Damit du dich besser zurechtfindest, gebe ich dir ein paar Aufgaben. Sie werden hier am linken Seitenrand angezeigt. Da. Klicke darauf, um sie zu öffnen. Wenn du Hilfe brauchst, klicke auf das Fragezeichen. Ich brauche keine Hilfe. Ich bin. Ja, das ist natürlich total subtil hier. Ein solider Stall. Baue deinen Stall. Öffne deinen Stall. Okay. Dies ist ein Landgut. Es ist nicht sehr groß, aber es ist ein eigenes Reich. Das klingt irgendwie im Deutschen leicht falsch. Du wirst es schnell einrichten müssen, um die Bedürfnisse deiner Ponys am besten zu befriedigen. Baue deinen Stall. Ja, das würde ich ja gerne. Weißt? Neun Taler. Die Taler sind die Münzen unseres Tals. Mit ihnen kannst du während deinen Abenteuern hier viele verschiedene Dinge kaufen. Ja, aber. Hä?
Ja, wie... Mein Profil, ah. Meine Ponys. Mal schauen. Was? Achso. Ich brauchte da nur drauf zu klicken und schon baut er. Ich kann noch nicht mal aussuchen, wohin ich baue. Das finde ich nicht besonders toll. Aber na gut. Das gibt schon wieder Punktabzug. Oh. Es gibt einfach nichts Männlicheres als Ponyhöfe. So. Baue deinen Stall. Öffne deinen Stall. Okay, wir öffnen mal. Das ist ein guter Anfang. Du hast nun einen soliden Stall, in dem all deine Ponys untergebracht werden können. Ja, die ganzen Ein-Ponys können darin untergebracht werden. Ich bin begeistert. So, Rosemarie, dann komm mal her hier. Ja, Rosemarie. Alles ist in bester Ordnung. Der Kleine ist gut untergebracht und scheint glücklich über sein neues Zuhause zu sein. Du hast gute Arbeit geleistet. Wie, der Kleine? Ich dachte, das wäre sie. Ich dachte jetzt wirklich, das wäre... Was? Das war doch... Nee, das war doch eine... Mir egal, das ist jetzt Rosemarie. So. Ja. Okay. Was? Ja. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Bürste dein Pony und füttere dein Pony. Okay. Und was haben wir hier noch? Baue deine Farm, öffne deine Farm. Okay. Also hier kann man ja alles echt nur so nach und nach hier, da wo die das hinhaben wollen, da muss ich das auch hinbauen. Das finde ich ein bisschen sehr unmännlich, aber gut. Meine Ponys. So, wie kann ich dich denn jetzt bürsten? Einmal richtig durchbürsten hier. Da ist ein Weibchen von wegen der Kleine. Ich wusste es. Was? Achso, ja. Stammbaum. Und wie, hä? Gene, Pflege. Ah, Pflege wahrscheinlich. Okay, Bürsten. Oh. Hoffentlich zwickt das nicht in den Augen. Nicht niesen, meine kleine Rosemarie. Nicht niesen. Ist gleich vorbei. Hast es gleich geschafft. Nochmal ein Schwall Wasser. Nochmal richtig die Rosemarie abgespritzt. Und dann, gibt's noch was zu futtern? Entschuldigung. Der Getreidespeicher ist leer. Bau zuerst deine Felder. Ja, leck's mir doch mal. Schön, nicht mal Getreide haben wir. So. Okay. Ich baue Felder. Felder? Hier, Felder. Bau Felder. Los, Felder. Super, nun hast du eine schöne kleine Farm. Ja, unsere kleine Farm. Sehr schön. Und da ist auch schon das Getreide fertig. Das ist ja wunderbar. Was? Oh. Was? Wie? Was jetzt? Was? Ja. Okay. Ich sehe schon, das wird ein Spiel, wo es dann heißt, ja, du musst eine halbe Stunde warten oder auch 3 Tage, bevor das Getreide gewachsen ist. Oder... Du lädst jetzt schnell für 10 Euro so ein paar Münzen auf und beschleunigst den ganzen Vorgang auf 5 Minuten. Oh Gott. Na komm. Nun mach doch mein Ding. Ja, und ernten. Das wäre geschafft, bravo! Für heute wird dein Pony genug Nahrung haben. Aber morgen werden wir erneut ernten müssen. Und vergiss nicht, je mehr Ponys du hast, umso mehr Felder benötigst du, um sie alle füttern zu können. Und wenn du neue Felder brauchst, kannst du dir ganz einfach welche in unserem Shop kaufen. Yay! Irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel ist Kinderverarsche. Können wir euch was machen hier? Können wir euch was? Nein, geht nichts. Okay. So. Meine Ponys. Die Rosemarie. Pflege. Und füttern. Super, du hast dich gut um dein Pony gekümmert. Es ist wichtig, sich täglich um seine Ponys zu kümmern, denn dies bringt zusätzlich Taler ein. Alle deine Ponys wurden gefüttert. Sehr schön. Ja, wir sind einfach gut, ich weiß. So, was war das hier? Gene, Eigenschaften, Bilder. Freilassen. Nein.
Was sind denn die Eigenschaften? Was? Alter, Level, Geschwindigkeit, Magie und Eleganz. Körper zinnoberrot, Augen mittelgrün und die Mähne ist ebenfalls mittelzinnoberrot. Okay. Gut. So, neue Aufgabe haben wir bekommen. Verschiebe dein Medium in die untere rechte. Was? Also dich hier, oder was? Nee, was? Weit, was? Was zum demnächst verfügbar? Nee, ist Dorf? Aha. Demnächst verfügbar. Ja, das ist toll. Ich würde gerne nach demnächst verfügbar gehen, aber irgendwie geht's nicht. Achso, und ein Weiler. Wie, muss ich jetzt ins Dorf? Was für ein Medium? Das hier? Nee, doch. Ah. Was hat er gesagt? In die untere Ecke hier hin, ne? Was? Nee, das war anscheinend nicht gemeint. Was meint der mit Medium? Was? Verarsch mich nicht. Das Medium wird dir überall hin folgen und besitzt diverse nützliche Funktionen. Aber bevor wir diese... Und damit die... Ach, das ist dieser... Ach so. Ach, ja, okay. So. Gut, hier sollte es dich nicht weiter stören. Aber zögere nicht, das Medium woanders hin zu verschieben, wenn du willst. Ja, werde ich auch nicht zögern. So. Wir haben 191 Taler. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Es klingt erstmal gut. Verknüpfung zu farmen. Klicke auf die Farm ohne loslassen. Ziehe sie in den Regenbogen des Mediums. Sobald der Regenbogen aufläuft, kannst du loslassen. Verknüpfung zu Stall. Der Stall ist zweifellos der wichtigste Ort auf deinem Landgut. Du wirst regelmäßig dort sein, um dich um deine Ponys zu kümmern. Eine Verknüpfung wäre daher nützlich. Ein Hauptvorteil des Mediums ist seine Fähigkeit, Verknüpfungen zu den verschiedenen Orten herzustellen, damit du einfacher und schneller von einem Ort zum anderen umgehen gelangen kannst. Um eine solche Verknüpfung herzustellen, ziehe einfach ein Gebäude auf den Regenbogen des Mediums. Okay. Also, ziehen auf den Regenbogen. Aha. Und, ich würde sagen, ziehen wir auch mal einfach auf den Regenbogen. So. Achso, okay. Super, du lernst schnell. Ich gebe mir Mühe. Du kannst bis zu 6 Verknüpfungen herstellen, um schneller an deine Lieblingsorte zu gelangen. Sehr schön. Wo ist denn dein Haus, dein Baumhaus hier? Da würde ich auch gerne mal, auf den Kaffee vorbeikommen. Ja, doch. 211 Taler, ist das gut? Ich habe keine Ahnung. Lösche die Verknüpfung zu farmen. Sag mal, wollen die mich verarschen? Ich habe die gerade extra gemacht. Verknüpfungen herstellen zu können ist eine Sache, aber sie auch wieder löschen zu können ist etwas anderes. Dennoch ist das nicht weniger kompliziert. Du brauchst die Verknüpfung bloß aus dem Regenbogen herauszuziehen. Das ist alles. Okay. Ta-ta-ta-ta. Wunderbar, du bist nur ein wahrer Meister der Verknüpfungen. Ohne Scheiß, das ist doch Kinderverarsche. Aber wir ruhen uns nicht auf unseren Lorbeeren aus. Es gibt noch eine Menge zu erledigen. Nur wird es Zeit, die Hauptfunktion des Mediums zu benutzen. Klicke auf den Button, wo ein Baum abgebildet ist. Damit kommst du ins Dorf. Yeah. Wenn das Spiel nicht so männlich wäre, würde ich echt sagen, absolute Kinderabzocke. Dorf. Okay. Toll, du beherrschst nun auch das Medium. Es wird dir auf deinen Abenteuern eine große Hilfe sein. Ja. Geschäft. Zeitungsstand, Orakel der Gestirne, Bank, aha. Was? Die Gesetze des Marx, Schuppetti, was? Schuppette, die Falschionista, was? Ich habe meiner Freundin Schuppette, der Geschäftsführerin, bereits gesagt, dass du vorbeikommen wirst. Ich habe ja auch eine Liste mit Gegenständen, die du benötigst. Ich gab ihr auch eine Liste mit Gegenständen, die du benötigen wirst. Hör gut auf ihren Rat. Und wenn ich die Gegenstände gar nicht haben will? Okay, betreten wir mal das Geschäft. Schauen wir uns mal die Schuppette an. Schuppette. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich dachte, da kommt jetzt auch eine Fee. Nee, da kommt dann ein Einhorn. Hallo, mein Name ist... John C. Mir gehört das Dorfgeschäft. Die Mode ist mein Reich und der Schmuck meine treuen Untertanen. Meine gute Freundin... John C. mir schon gesagt, dass du bei mir vorbeikommen wirst. Sie hat mir auch eine Liste mit Dingen gegeben, die ich dir mitgeben soll. Ja, das ist sehr schön, dann mach mal. Was? Wie jetzt? Ich hab's geahnt, da hier. Diamanten. Echtgeldwährung. Na, ist klar. So. Und, und was gibt die mir jetzt mit? Was? Ich habe keine Ahnung. Hä? Ich starter Tätowierung, starter Hintergrund, starter Hufe, starter Markierung, starter... Was? Leck mir am Arsch. Ich will doch gar nicht. Ich will nichts kaufen. Ich will mein hart verdientes Geld nicht für so einen Scheiß aus... ein Genset anprobieren.
Okay, ein Genset. Ein Genset. Sind das diese hier? Nee, das hier. Nee, das sind... Was ist denn jetzt in den Warenkorb? Anprobieren? Ja gut, probieren wir einfach mal an. Okay. Es steht deinem Pony ausgezeichnet. Es ist zwar noch etwas jung für ein Genset, aber wenn es einmal groß ist, wird es passen wie angegossen. Es steht ihm sogar so gut, dass ich dir etwas gebe, damit du es dir kaufen kannst. Ja, kann ich das Geld nicht jetzt einfach behalten? Ich will mir das doch gar nicht kaufen. Ich sehe da gar keinen Unterschied mit dem Genset, außer dass er ein bisschen Glitzer ist. Was? Jetzt ist wahrscheinlich... Kauf das Set direkt. Ja, ich hab's mir gedacht. Ich habe dir genug Taler gegeben, damit du dir das Starter-Set kaufen kannst. Nun musst du nur noch lernen, wie man einen Direktkauf durchführt. Du wirst sehen, es ist genauso leicht wie eine Mähne zu flechten. Also ich finde eine Mähne zu flechten verdammt scheiße schwer. Dann weiß ich ja Bescheid. So. In den Warenkorb. Und kaufen. Oh mein Gott, das schöne Geld. Die schönen Goldtaler. Wurde erfolgreich abgeschlossen. Super, du hast dir soeben dein erstes Set gekauft. Juhu, ich bekomme regelmäßig neue Sets geliefert. Schau von Zeit zu Zeit wieder mal mir vorbei, um dir die Neuheiten anzusehen. Es ist mir immer ein besonderes Vergnügen, mich um dich zu kümmern. Auch das klingt irgendwie in einem solchen Spiel falsch. Es ist mir immer ein besonderes Vergnügen, um mich um dich zu kümmern. Ich habe immer wieder mal Sets für deinen Pony. Musst nur bei mir zu Hause vorbeischauen. So. Ja. Dann können wir das jetzt hier wahrscheinlich wieder wegmachen. Wunderbar. Was haben wir hier? Ja. Baue dein Inventar, öffne dein Inventar, statte dein Pony mit dem Starter-Set aus. Und öffne die... öffne die Abteilung Zutaten. Gut, widmen wir uns wieder unserer Einkaufsliste zu. Herr je, Heidelbeers Handschrift hat sich nicht verbessert. Sogar mit Hufen kann ich schöner schreiben. Wenn ich das recht entziffere, müssen wir nun in die Zutatenabteilung. Ja, und wenn ich so sehe, haben wir schon 22 Minuten. Ich würde sagen, das reicht. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Das männliche Let's Play ist für heute beendet. Aus der Haus und tschüss.